Hallo. Guck mal, wie toll das ist. Ah! Da gucke ich hier so eine Hülle und das steht da an einem schönen Haus. Dann muss sie ja jetzt ja passen. Hallo, Kevin. Guten Abend. Es sind so komisch, wenn Leute dabei sind. Ja, ne? Hier ist so alles voller Menschen. Mama, hier passieren komische Dinge. Ist sie alleine auf den Tisch gekommen? Ja. Das war auch nicht. Was ist das denn, E.T.? Das ist jetzt ja die neue Ukulele. Dort sind Aquila, wie spricht man das aus? Aquila? Aquila. Super Nylon-Saiten sind da drauf. Also ich möchte eigentlich den Klang von der Billig-Ukulele. Das klingt irgendwie anders und ich finde den Klang irgendwie schöner. Und deswegen, ich habe mich so ein bisschen im Internet informiert, weil ich hatte bisher da gar nicht so drüber nachgedacht, dass es ja eventuell an den Saiten liegen könnte. Und ich... Was ist denn hier los? Diese alte Frau da! Oh. Wir versuchen jetzt zu arbeiten, Jungs, Mädels. Bruh. Oh, Vater! Oh. Ja, das steht hier auf dem Strom. Hallo, wir nehmen hier ein Video. Ich habe mich im Internet so ein bisschen informiert. Diese Aquila-Saiten sind ziemlich weich und die sind hier härter. Ne? Kannst du bestätigen? So vom Feeling her auch. Ja. Deswegen habe ich mich jetzt im Internet informiert und diese von Martin und Co., die sollen angeblich härter sein. Und deswegen dachte ich mir, ziehen wir die einfach mal drauf. Und meinst du? Ich habe noch gar nicht gesehen. Ist das schwierig? Haben wir eine Zange? Wer ist die Martin und Co.? Martin und ja. Co. Ja, habe ich auch schon ein paar Seiten von. Echt jetzt? Die sind sehr gut. Meinst du? Die haben auch 10 Euro gekostet. Zwei Stunden später. Was? Hä, ist voll spirituell. Ich verstehe ja nicht. Du musst jetzt so eine... Hier, siehst du das? Ah. Muss man darauf achten, dass man halt hier rechts rumgeht. Auf der linken Seite muss man rechts rumgehen, so rum. Und nicht so rum. Warum? Weil das sonst nicht gerade geht. Hier, du siehst doch, die sind auch gerade. Ah, okay. So, eine Fummelei. Jetzt ziehe ich die nicht unter Spannung. Und die Spannung hält das dann. Hältst du das wie ein Cello gerade? Sie spielte Cello. So ein Mini-Cello. Oh, passiert da nichts? Das zieht sich hier unten schön fest jetzt. Da, das haben wir jetzt neu gemacht. Oh Mann! Leute, passt auf, ich habe einen Fehler gemacht und zwar ist es so, hier stehen so die Saiten drauf. Es ist ja nun die Frage bei einer Ukulele, welche der Saiten ist die erste? Ist das die erste Saite oder ist das da unten die erste Saite? Und es ist nun der Fall, dass hier unten die erste Saite ist. Und wir haben es quasi genau umgekehrt gemacht. Das war ja, glaube ich. Wer ist die denn jetzt? Das ist jetzt die erste. Die. Da ist aber eine drin. Ja, das ist ja die... Wer ist sie denn? Keine Ahnung. Wo hast du die jetzt her? Die liegt hier. Und wo ist die andere her? Die liegt hier. Ja, wo denn? Da, 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 da. Give away Zero now. Gravity. Give away now. Also Leute, nochmal zum Verständnis. Die Seite, die oben ist bei euch, ist die vierte Seite. Sag das mit den Buchstaben am besten. Oben ist G, dann kommt C, dann kommt E und dann kommt A. Hey, was machst du denn da jetzt? Ja, I. Vielen lieben Dank, dass du das machst. Ja, das... Ich glaube, alleine hätte ich das nicht hingekriegt, oder was meinst du? Ach doch. Das hat geklappt. Hat sie gepuppt? Die habe ich verloren. E.T. E.T. ist wieder da. Now. Muss ich erst von du unten oder von oben? So. Dann machst du hier... diese Schlaufe rum. Okay. Du kannst quasi das hier so machen und dann drillst du das hier so durch. Ah. Weißt du? Okay. Jetzt haben wir hier alle durch. Muss das denn? Ja, sieht dann schöner aus, ne? Quasi hier kommt dann die letzte rein und dann schneidet man alles, was hier übersteht, ab. Und dann ist das... Und dann sieht das clean aus. Das und? Vom Sound?
weicher. Woran liegt das? Ich glaube, es liegt daran, dass die flacher ist. Daran liegt das? Ich glaube, weil du einen größeren Resonanzkörper hast. Abschneiden! Deswegen ich mir jetzt ja überhaupt eine neue Ukulele gekauft habe, ist, weil ich einfach eine schöne haben wollte. Also eigentlich so richtig dumm. Check. Und das Ding war ja, dass hier die knarrt so. Dann hast du nicht. Also falls ihr noch irgendwie Tipps habt oder so, aber in die Kommentare damit. Und ja, sonst, keine Ahnung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war sehr informativ. Vielen Dank an meinen Bruder für deine Unterstützung. Ich weiß, jetzt auch, wie man Seiten aufzieht. Was gelernt. Deswegen würde ich sagen, bis dann. Mal den und dann... Oh nee, ich bin raus. Tschüss.